wir stehen hier vor dem Tempelherrenhaus und das ist eigentlich jetzt schon über 200 Jahre alt, also aus der Zeit der Weimarer Klassik, war aber dann zu Zeiten des Bauhauses das Atelier für Johannes Itten, einer der ersten Bauhausmeister. Und das ist vielleicht nicht ganz zufällig, denn Johannes Itten steht gar nicht für das, was wir mit dem Bauhaus verbinden, für die Architektur, für Gestaltung, sondern ihm ging es darum, wie muss das Leben jetzt aussehen, wie gestalten wir das Leben? Und das fing auch damit an, dass man sich anders kleidete, dass man in einer Kutte herumlief, kahlrasierten Schädel hatte, dass man andere Sachen gegessen hat. Und da wird eigentlich deutlich, dass das frühe Bauhaus eben weit mehr war als etwas, was mit Architektur, was mit Stil, was mit Gestaltung zu tun hat. Es ging um Lebensgestaltung und um eine Idee, ein Leben zu gestalten, war im Grunde hier dieser Ort prädestiniert dafür. Denn man machte eben Gymnastik, es ging um eine bestimmte Ernährung. Das Wichtigste an dieser Lehre war ein Kochbuch. Man machte Übungen in der Natur, man zeichnete. All das konnte hier natürlich wunderbar gemacht werden. Und so kann man verstehen, dass die Idee des Bauhauses eben war, wirklich den Menschen zu bilden und nicht in erster Linie schöne Gegenstände oder schöne Architektur herzustellen. Ja, also schon die Frage, was interessiert eigentlich Jugendliche, die in ganz anderen Welten sich bewegen, heute noch an dem Bauhaus? Ich glaube, gerade solche Themen, wie will ich leben, wie gestalte ich das Leben, wie komme ich zusammen, was trage ich, wie bewege ich mich, wie bringe ich mich zur Entfaltung. Das ist das, was Jugendliche auch beschäftigen. Dadurch bekommt auch solche Personen wie Johannes Itten auch eine eigene Modernität. Denn das, was so Itten umgetrieben hat, auch hier so in die Natur zurückgezogen hat, das ist Jugendlichen gar nicht so fremd, wie wir es uns vielleicht vorstellen mögen. Wenn man sie fragt, wo sie denn gerne hier leben würden, sagen mir viele Jugendliche auch, ja, ach so, in so einem Goethes Gartenhaus, das fände ich eigentlich auch schön, das ist doch ruhig, da kann ich mich entspannen, da ist es weit weg von der Hektik des Alltags. Ja, das Tempelherrenhaus können wir ja gar nicht mehr sehen. Es tritt uns als Ruine entgegen. Das ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Erstaunlich ist aber doch, dass das einer der beliebtesten Fotomotive hier im Park an der Ilm neben dem Goethes Gartenhaus ist. Und das hat damit zu tun, dass Ruinen ja auch was Romantisches sind und dass dieses Tempelherrenhaus im Grunde auch eine romantische Komposition, Architekturkomposition ist. Aber man hat schon in der Geschichte immer gesagt, Weimar ist eigentlich ein Park mit angebundener Stadt. Und da muss man sich auch vorstellen, das war auch im Bauhaus für die eine tolle Erfahrung, gerade wenn sie aus den großen Städten wie Wien hierher kamen, dass sie hier so halb in der Natur leben konnten.